Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin. Heute geht es weiter, Leute. Was steht überhaupt an? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Aha, Länderspielpause steht an. Und danach, Champions League gegen Dortmund. Wird auch interessant, Leute. Ja, vorher war Länderspielpause. Was meint ihr, Leute? Wer gewinnt das Ding? Dortmund oder Juve? Ab in die Kommentare. Nur wird schon ein wichtiges Spiel werden. Wir haben eine relativ gute Gruppe. Wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir alle drei Spiele bislang gewonnen. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, muss man sagen. Leute, lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir mal gerne ein Abo oder falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos ohne die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid, täglich einschalten hier, um nichts zu verpassen. Koulibaly, meine Rolle im Verein? Warte mal, was beschwert sich jetzt hier gerade jeder? Pogba auch? Ah ne, Pogba bedankt sich, dass wir ihn so wertschätzen. Ist schon 27 mittlerweile. Scheiß die Wand an, Alter. Da ging aber wieder alles schnell hier. Wir schauen mal, wir haben in der letzten Folge noch ein Leihangebot bekommen für Romano. Ja, werden wir eh annehmen, aber wird er eh nicht annehmen. Ihr wisst Bescheid, Leute, wie immer, wer noch Bock hat, Shop auschecken. Ja, nice Designs, ihr wisst ja, in Rot, Blau, Grün, Gelb, Gelb nicht, Orange. Das war's aber komplett. Als T-Shirt, als Pullover, das hier ebenfalls. Schwarz und Schwarz, weiß und weiß, T-Shirt als Pullover endlich und vieles mehr, ihr wisst es. LED-Nice-Lampen, diese Handyhüllen. Was haben wir noch? Kissen, ach, alles, Leute. Außerdem gratis Autogrammkarte gibt es auch. Wie immer zu eurer Bestellung dazu. Also gerne abchecken, wer Bock hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke an jeden, der mich da mit einem Kauf unterstützt. Und wir schauen mal kurz, was hier los ist in Sachen Jugendspielern. Wahrscheinlich wird hier wieder gar nichts los sein. Ich warte immer noch auf den einen guten Jugendspieler, den man eventuell gebrauchen kann. Da richten wir mal hier unsere Anziehsachen. Dem müssen wir ordentlich begegnen. Der könnte gut sein, Alter. Das könnte ein guter Spieler sein. Ja, 66, 94 Potenzial, das werden wir schon gleich schauen, Alter. Das war, ja, ich will jetzt nicht zu sehr pushen, aber der könnte gut sein. Aber ja, wir werden es gleich, guck mal, die haben wieder alle 70 maximal, das ist der einzige, der, okay. Ja, okay, den nehmen wir auch mal mit. Vielleicht einer von denen annähernd in Ordnung, das wäre schon, ich rede ja gar nicht mehr von gut, ich rede annähernd in Ordnung. Weil das reicht mir schon. Ja, wenigstens hier mal ein paar. Ja, der hat nur bis 60. Ah, komm, wir verpflichten den einfach mal, weil... Ah, okay. Digga, das langsam läuft's hier. Ah, der hat nur bis 58 gesamt, das lohnt, glaube ich, nicht. Der hat nur bis 54 gesamt, das lohnt auch schon mal gar nicht. Aber immerhin, mal ein paar 90er jetzt. Also, es war in Ordnung, ja. Ich bin mal annähernd zufrieden gewesen. Skriniar ist ja wieder verletzt. Wie lange fällt der wieder aus? 6 Wochen oder so, ne? Weil der sich über die Rippe gebrochen hat. Meine Fresse, der verletzt sich auch wirklich. Skriniar verletzt sich nur. Das ist echt krass, Mann. Aber, ja gut. Wir werden jetzt erstmal ins erste Spiel starten. Dann können wir uns gleich mal um die Jugendspieler noch kümmern, die wir da an den Start gebracht haben. Schauen wir mal, ob der ein oder andere vielleicht brauchbar ist. Keen geht endlich hoch auf 83. Das ist auch sehr nice. Keen ja jetzt auch das erste Mal hier bei der Nationalmannschaft dabei, ne? Wir haben den ja in den Kader berufen. Boah, schauen wir mal, ob wir den direkt spielen lassen hier. Gegen wen spielen wir? Ich weiß gar nicht, gegen Schweden, glaube ich, stimmt's? Schweden und Österreich, war es richtig? Schweden, Österreich? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gegen Schweden, ja. Erstes Spiel gegen Schweden, Leihe von Romano abgelehnt. Ja, Schweden und Österreich. War ja klar. Ja gut, wir haben schon Punkte verloren, wir sind auf Platz 4. Also wir können uns jetzt nicht erlauben, hier irgendwie groß rum zu probieren, ne? Von daher. Aber Keen kommt auf die Bank für Balotelli. Verratti kommt mal wieder rein für Bonaventura. Und sonst, ja, Ferrari kann auch mal auf die, ja, der bleibt erstmal von der Bank weg. Ja, dann starten wir so, würde ich sagen, obwohl Jorginho ein bisschen offensiver als Verratti. Verratti ein bisschen defensiver als ZDM. Geht, denke ich mal, in Ordnung. Okay, ab geht's gegen Schweden. Simulieren wir das Ganze mal. Zuletzt unentschieden gegen Griechenland, 2-1 gegen Österreich verloren. Also, naja, Schweden jetzt auch nicht gut drauf oder so, aber ja, wir werden sehen. Insigne mit dem 1-0, Augustinsson allerdings 4 Minuten später direkt schon wieder instant mit dem Ausgleich. Bernardeschi erneute Führung in der 27. Ja, das sieht doch gut aus. Zur Halbzeit bleibt es auch beim 2-1. Erstmal Caldara kommt für Jorginho, Insigne Doppelpack mit dem 3-1. Ich denke mal, jetzt sollte das Ding durch sein. Keen kommt für Verratti rein, El Shaarawy für Pellegrini, Gustafsson kommt und Insigne schießt hier sogar noch einen Dreierpack, Alter. Sehr nice. 4-1 gewonnen, Guidetti holt sich da noch in der 83. die gelbe Karte ab. 4-1. Ja, kann man machen. Kann man machen, bin ich mir zufrieden. Sehr nice. Oh, Del Solé wurde verkauft. Ich fasse es nicht. Ein Spieler wurde verkauft, ey, nach 8 Jahren. Ja gut, Leihe von Romano wieder abgelehnt, ne, Klassiker. Und die klassische Trainingsverletzung.
Naja, gut. Das ist auch, wie gesagt, die 20. Verletzung gefühlt in 3 Wochen von dem guten Skriniar. Also der ist wirklich, wenn einer Spieler verletzt ist, dann immer... Skriniar ist wirklich, also der ist wirklich immer verletzt. Da kann man von ausgehen. Ach, jetzt sind wieder alle mit der Nationalmannschaft. Jetzt müssen wir wieder alles hier austauschen, ey. What the fuck, Ronaldo ist nicht mal mit der Nationalmannschaft weg. Was soll das denn? Was ist das denn für eine Verarsche hier? Orsolini, komm mal wieder rein. Oh, Pulisic ist auch nicht mit der Nationalmannschaft weg. Warum das denn? Digga. Pulisic, warum ist der nicht mit der Nationalmannschaft weg, Alter? Das macht doch wieder gar keinen Sinn. Also manchmal ohne Scheiß. Verstehe ich auch nicht, ne? Koulibaly auch nicht. Was, Digga? Und Milinkovic auch nicht. Da kriege ich zu viel, Alter. Odero, komm. Wollen wir eigentlich ausleihen, ey. Trainieren wir mal ein bisschen. Aber wenn ich schon wieder sehe, was für Spieler mit der Nationalmannschaft nicht weg sind, ne? Da kriege ich es kotzen hier, ich sag's euch. Na komm, Milinkovic nehmen wir mal mit ins Training hier. Wenn er schon hier ist, können wir auch ein bisschen trainieren, ne? Was soll's. Ab geht's. Ja, eiskalt. Auch nicht einer nur so ein Stück verbessert. Ne, gar keiner. Gar keiner. Oh, nix. Gar nix. Also, da ging wirklich, wirklich weniger als nix ging da. Danke dafür, Mann. Ja, gut. Ich glaube, wir spielen nochmal genauso gegen Österreich, weil gegen Österreich wird schon ein wichtiges Spiel sein. Weil Österreich war ja letztes Jahr bei der EM-Quali auch am Ende Dritter, ja. Und im Endeffekt mussten wir auch gegen Österreich kämpfen. Juventus lässt Neymar aufblühen, ja. So muss das sein, ey. Okay, ab geht es gegen Österreich, würde ich sagen. Gegen wen auch sonst? Können wir uns den Gegner eigentlich aussuchen? Finnland ist sogar auf Platz 3 mit 4 Punkten. Österreich ebenfalls mit 4. Ja, ab geht's. Okay, komm, wenn wir das Ding gewinnen, wäre wichtig. Ab geht's, zuletzt unentschieden gegen Finnland, Belgien 4-1 verloren und gegen Schweden 2-1 gewonnen, gegen die wir gerade 4-1 gewonnen haben. Aber Österreich nicht zu unterschätzen, ja, gute Spieler mit Gregoritsch, Arnautovic, Sabitzer, Schöpf, Grilic, Hinteregger, Alaba, voll viele Bundesligaspieler auch, by the way, Leimer auch noch, Lazaro auf der Bank ist auch nicht schlecht, Kainz, die haben irgendwie ohne Scheiß halbe Bundesligamannschaft. By the way, Insigne mit dem 1-0, Bernadeschi mit dem 2-0 direkt, kaum drauf geachtet, weil ich die Mannschaft da durchgegangen bin. Gregoritsch mit dem 2-1. Boah, jetzt nicht noch ein spätes 2-2 kassieren, nicht den Ausgleich. Jetzt noch kurz vor Schluss einfahren. Jawohl, das bleibt beim 2-1. Boah, Belgien 5-1 gegen Schweden gewonnen. Ich dachte, wir hätten schon Ausrufezeichen hier gesetzt mit dem 4-1. Boah, dann kommt Belgien und knallen wir 5-1 mal ganz easy raus. Gut, aber ich bin zufrieden. Insigne hat jetzt in 2 Spielen 4 Tore gemacht. Eben Dreierpack, jetzt ein. Okay. Geht klar, 2 Spiele, 4 Tore von Insigne. Ich würde sagen, der ist on fire. Der ist leicht on fire. Leistungscheck. Vertragsverlängerung heißt das. Wir werden es natürlich annehmen. FIFA World Cup. Halbfinale erreichen. Europameisterschaft Finale erreichen. Na gut. Ja, wir wollen natürlich den World Cup gewinnen da. Ihr wisst es ja. Wir wollen in der Saison wollen wir 7 Titel einfahren. Das maximale an Titel, was man einfahren kann. Diese Saison 5. Nächste Saison 6. Und dann 7, ne? Ja, so ist der Plan, glaube ich. Aber ja gut, wir werden es mal schauen. Zack, Neapel werden wir verunsichern. Trainingsverletzung, ja, Skriniar ist ja immer noch am Start. Und Romagnoli ist wieder auskuriert. Romagnoli müsste jetzt auch mal wieder spielen können, ne? Alter, wir stehen auf Platz 4, ja gut. Was ist Udinese Calcio auf Platz 1 mit 16 Punkten? Alter, WTF. WTF. Atalanta Bergamo, okay, die war letzte Saison auch schon gut. Aber wie kommt Udinese Calcio da jetzt hin auf Platz 1? Ganz, ganz komische Sache. Jovic mit 6 Treffern auf Platz 1. Hier ist auch keiner, doch De Raul. Ne, De Paul, De Raul. De Paul mit 4 Treffern von Udinese, aber auf Platz 8. Eieiei. Naja, okay. Was soll's. Okay, Bestbesetzung. Das ist unser Team. Lassen wir auch weiterhin erstmal so spielen. Läuft ja gut. Boah, mehr oder weniger. Läuft schon gut. Oh, Mbappé ist auf 92 hoch. Sehr nice. Boah, ich hoffe, dass wir den Typen auf 95 kriegen. Ey, der ist erst 21. Ey, das ist schon krass, Mann. Dybala ist mittlerweile auch schon 26, ne? Nicht mehr der Allerjüngste. Muss man ja so sagen, wie es ist, ne? Na gut. Boah, wir haben echt einen großen Kader, Alter. Wie gesagt, ich hätte hiervon noch gerne 3 oder 4 Spieler ausgeliehen. Das ist echt scheiße gewesen, Mann. Weil unser Kader ist viel zu riesig eigentlich. Aber könnte vielleicht im Laufe der Saison, am Ende der Saison dann noch ganz gut werden, dass wir so einen großen Kader haben. Von daher werden wir es mal sehen. Okay, Top-Spiel. Nächstes Top-Spiel der Saison steht an gegen Neapel. Ja, Platz 4 gegen Platz 5. Beide 14 Punkte. Könnte schon ein wichtiges Ding sein, Alter. Aber wenn wir jetzt hier verkacken sollten, ist auch ein Auswärtsspiel. Na, ist nicht so optimal. Also wir müssen das Ding eigentlich im besten Fall gewinnen. Also wir müssen so oder so jetzt die Spiele gewinnen, weil wir haben uns am Anfang echt scheiß Saisonstart erlaubt. Unentschieden gegen Spal, unentschieden gegen Tottenham. 2-1 gegen Atalanta gewonnen, die jetzt auf Platz 2 stehen. Also auch nicht zu unterschätzen, aber gegen Spal unentschieden, naja gut, da kann man auch vielleicht mal mehr draus machen, aber naja, in Ordnung. Wir schauen, wie es läuft, ab geht es. AS Rom führt, by the way, gegen Mailand durch El Shaarawy mit 1-0.
El Charavi war auch mal bei Mailand, ne? Da ist er hingewechselt zu Rom und der war, ich glaube, der ist sogar von Mailand direkt zu Rom gewechselt. Jetzt macht das Ding Neymar mit dem 1:0. Trifft die Saison auch noch nicht ganz so oft, glaube ich, bislang, ne? Muss ich ehrlich gesagt sagen. Obwohl er eben stand, Neymar, Juve lässt Neymar aufblühen, aber ich glaube, es ist vielleicht das zweite Saisontor oder so. Dybala mit dem 2:0 noch. Sehr, sehr nice. 2:0 gewonnen. Sehr wichtiges Ding. Koulibaly verletzt sich. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nicht, ey. Das kann echt nicht wahr sein, wenn der jetzt auch wieder verletzt ist. Ich kack mir wirklich in die Hose, Alter. Das kann es doch nicht wahr sein, Mann. Warum sind die hier alle wieder verletzt, Alter? Rashford ist bei Rom jetzt. Der hat das 4:2 gemacht. Na gut, 2:0 gewonnen, sehr nice. Süle haben die sich geholt, Neapel sehe ich gerade. Boah, läuft, Alter. Das war's aber erstmal von der heutigen Folge. Und Neves haben die sich auch geholt. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Geht's gegen Dortmund. Und dann schauen wir mal, Koulibaly, ob der sich jetzt auch wieder lang verletzt hat, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, ihr wisst es wie immer, gerne abonnieren. Kostenlos, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Täglich einschalten, ja. Ihr wisst es, um hier keine Folge des Karrieremodus mehr zu verpassen, Leute. Checkt noch meinen Shop aus, ja. Nice Designs in Orange, in Rot, in Blau, in Grün, in allen. 4 Farben als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Ebenfalls das hier, schwarz auf schwarz und weiß auf weiß, als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Was haben wir hier noch? LED-Nice-Lampen. Was haben wir noch? Handyhüllen, Kissen, T-Shirts. Alles am Start, Leute, ja. Und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Bock hat, kann es mal abchecken. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf in meinem Shop unterstützt. Wäre auf jeden Fall sehr nice von euch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Mit einem wichtiges Spiel in der Champions League gegen Dortmund. Dortmund mit 3 Punkten, wir mit 6. Wenn wir das Ding gewinnen, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus. Dann ist, würde ich sagen, eigentlich die Qualifikation für die KO-Phase schon so gut wie sicher. Aber das werden wir dann morgen sehen, Leute. Ja? Schaltet wieder ein, 18 Uhr. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.